Moin, moin, Tag, Servus und Grüezi und herzlich willkommen nach einer kleinen Weile für uns zurück bei ARK Survival Ascended. Heute wieder mit dabei, die Anja. Hallo. Was? Ein herrenloser Huxley? Hier sitzt keiner auf Huxley. Ja, da ist jemand betäubt, da ist jemand betäubt. Der ist da betäubt, wo? Oder? Nee. Jetzt sitzt du drauf. Jetzt bist du wieder da. Okay. Das hat mich jetzt irritiert, sorry für dieses Intro. Natürlich auch mit dabei, nebst Anja auch ihr Mann Kretscher. Hi. Dann die mal vorhandene, mal nicht vorhandene Shana Nadine. Hi. Und natürlich meine Frau Käppchen zockt. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Nobody. Ihr Lieben, wir haben schon mal davon gesprochen. Wir wollten mal eine Tour mit den Buddies machen und das wird eine schöne Höhlentour. Wir haben jetzt unsere Guides, Kretsche und Anja, und dann würde ich sagen, ja, zeigt uns mal die Höhle. Na dann, los geht's. Ich hoffe, ich brauche keine Schusswaffen da drin, ne? Ich habe nichts dabei. Ach, im Notfall habe ich so ein bisschen was dabei. Boah. Jetzt ist ein Lack, ey. Boah. Ja. ja, ich habe gerade... Ja, das ist ganz normal. Nee, einfach rein. Einfach rein, dann hört es auf. Boah, ist das geil. Ja. Sag ich jetzt noch. Was soll ich am fressen, was? Eine Minute später. Scheiße. Eine Minute. Boah, ich bin durch Felsen gebackt hier. Jetzt. Ist wieder da? Ja. Boah. Männer, die rennen natürlich wieder einfach voraus. Ja, ich sehe nichts. Durch diese. Wer ist denn die Perspektive? Da geht's besser. Ja. Am besten, ja. Ego. Ja, hier sehen wir Kristalle, die leuchten, das wirkt wie Tageslicht. In echt muss man auch aufpassen, wenn man unter Tage ist, weil Phosphor leuchtet auch. Viele stürzen dann in Höhlen zum Glück. Ja, danke. Also hier vorne müssten dann die ganze Zeit kommen. Okay. Meine Lieblingshaustiere. Nicht. So, wartet ihr mal bitte da vorne. Okay. Boah, ist das hier niedrig. Ich musste gerade noch auf Käppchen warten. Okay, also ich komme mit dem nicht klar hier. Ich weiß, was ich tame für Nadines Schlafzimmer. Jetzt bin da. Vergiss es. Bist du schön aufs Gesicht setzt. Sonst setze ich dir als Überraschung meine Rünja vor die Nase, mein lieber Herr. Ach, wir haben jetzt Abwehr. Oh, geile Blume hier. Oder Pilz oder was? Pilz. Oh, hör mal. Das ist niedrig krass. Alle da? Ja, Käppchen kommt. Natürlich. Da haben wir schon was. Ich höre schon. Ich gehe weg. Ich hasse sie. Oder ist schon der erste Loot drauf? Weg hier, Viecher. Gibt es auch Loot Drops, cool. Ja, in den Caves immer. Umso schwerer die Cave, umso eine andere Farbe. Es gibt ja auch wieder mit grün, blau, rot, gelb, lila. Oh. Kommen wir hier wieder hoch? Ja, das war ja auch gerade. Du läufst auf Kretze Kreislauf. Alles gut. Okay. Yippie! Ohne Atropleure. Oh, 1000 Füße, 100 Füße. Zwei Stück. Naja, Vorsicht, die vergiften euch, die verschrecken. Ja. Lecker, Du Kretsche muss vorn, ich kenne mich ja nicht aus. Was habe ich denn hier für einen Schock dabei? Ja, warte mal, ich muss mein Inventar auslernen. Au, noch was? Ja, Spinnen, 3 Stück, 4, eine Packe in der Wand. Hänge fest. So. Links oder rechts? ja, links, rechts rum. Weil sonst müsste man jetzt absteigen. Oh, da sind wieder mit. Oh, Skorpion! Oh! Buddy! Scheiße! Party!
Scheiße, weg. Vergiftet, verwundet. Den Dankbeetle bitte mal leben noch. Ja, den Dankbeetle nicht töten und angreifen bitte. Dann steht. Nein, nein, nein! Nicht nobody! Nobody! Was? Nicht den Dankbeetle! Nicht den Dankbeetle verfressen bitte! Ja! Ich hab vorher gerade. Ja! Ich hab hier gerade automatische Attacke. Was? Ja, da kommen bestimmt noch welche, diese oder? Diese Käfer hier nicht. Nee, der ist jetzt Akku, den. Ja. Den kannst du jetzt auch umbringen. Kann man den nicht tamen, den Käfer? Doch, aber du hast ihn angegriffen. Wenn du ihn einmal angegriffen hast, bleibt der Akku. Okay. Deswegen bitte diese. Da kommt, glaube ich, noch einer. Da kommt einer runter. Hier, wo ich bin. Hinter dir ist noch einer. Ja, der ist auch über Akku. Ja, aber der ist auch Akku. Das ist das Problem, wenn du einen angreifst, sind alle anderen auch Akku. Irgendwas habe ich gerade. Ich habe hier schöne Lecks gerade. Keine Lex, sondern ich höre Viecher. Ja, ist die ganze Höhle ist damit voll. So, wo lang? Wolltest hier die Mistkäfer zählen, ne? Ja, wenn die noch da ist. So, warte mal, die anderen müssen noch alle mit. Die stehen gerade alle. Hm? So. Wir können weiter. Ja, du bist nicht müde. Hier lang. Mal um, Captain. Dreh dich um. Ich hänge den Pilz fest. Toll. Das scheint ja mal so schön hier drin. Ja. Ich habe hier eigentlich nichts gegen Höhe, im Gegenteil, aber unter diesen Umständen nein. Wir wollen doch alle nur schmusen. Aha. Ja, man kommt hier nicht durch. Jetzt. Ja, wenn was ist das? Immer erst die Gegner fertig machen. Was ist das? Ist ein Artefakt. Artefakt? Warte. Ich seh nix. Oh. Warte. Die Gegner alle putsch. Warte mal, hier ist ein Käfer. Käfer. Mistkäfer? Hat jemand Kacke dabei? Häufchen? Nein. Warte. Ja, natürlich habe ich Kacke eingestellt. Das ist wunderbar. Steine in der Tasche. Das ist so lecker. Darm riecht so lecker. Ja, schöne T-Rex-Scheiße. Oh ja, das ist die beste. Ich höre aber gerade noch eine Spinne. Ja, die ganze Höhle ist noch voll damit. Ist das ja, hier Obsidian? Ja. Es gibt Kristalle, Obsidian, Eisen, überall in den Höhlen. Okay. Ah, okay, jetzt wo du sagst, das Eisen sehe ich jetzt auch. Also Metall halt. Ne? So. Bitte geht mal weiter vor. Ja, jetzt muss ich aber hier wieder zurück. Also, ach, da oben hockt eine Spinne. Ich habe sie gerade gesehen, oben auf dem Felsen. Na, die hat mich gerade geschossen. Sau. Boah, in Ego-Perspektive auf dem Vieh herreiten ist krass. Warum mach ich's nicht? Da sehe ich die Spinnen ja noch näher. Nein. So weiß ich, was auf mich zukommt. Hä? Ah, okay. Oh, den Kollegen habe ich gar nicht gesehen. Die können auch durchs Wasser. Na, also Vorsicht. Es gibt auch Gegner im Wasser. Und Piranha ist dran geworden. Ich brauche das nicht machen. Genau. Schau in den Kleister. Oh, ich bin gerade hier in einem
Wenn es geht. Kann das sein, dass der einen unter Wasser zieht? Ja. Ich glaube, ich habe mich jetzt noch erschrocken. Ich habe noch mein Gamepad hier liegen und das hat vibriert. Häppchen, wie schwer bist du verletzt? Okay. Wenn ihr verletzt seid, einfach ein paar Fische fressen. Nö, alles gut. Ich wollte nur erwähnen, weil hier liegen noch ein paar Leichen. Einfach Fisch fressen, dann heilst du dich. Ich bin noch relativ, ja, bin voll, quasi. Aber mich hat eins volle Kanne gepackt gehabt, aua. So. Wo geht's lang? Wieder vor. Naja, ist noch ein Loot-Drop und okay. Kann ich mir den mal ansehen? Okay. Ja, mach doch. Wir passen schon auf dich auf. Vielleicht. Dieses vielleicht. Eventuell. Nein. Ah, ja, jetzt auch einer am Loot-Drop. It is difficult to be able to enter real leaders, despite its rather terrible nature. Was? The creature has practically no intelligence and just attaches to any nearby living flesh in an attempt to drain that creature's blood. Wenn du auf F drückst, Schatz, kannst du noch mal ein paar Punkte vergeben. Can be nearly as dangerous to the host as to the leech itself. Once Hementoria attaches to a host, it drains blood at a rapid pace and the host experiences hunger, loss of health and lowered stamina. Some Hementoria are also carriers for a dangerous disease. Und wenn ich hoch jetzt. Boah, aber irgendwas hab ich gerade hinten. Ach, 100 Füße. Hab ich gerade Schaden genommen? Warte mal. Ja, wenn du zu tief im Wasser bist, kann das schon passieren. Ich hab so ein metallisches Kling-Kling gehört gerade. Ja, nee, das war die Klo-Katze. Ja, ja, ich bin noch hier drin, wo. Okay. Hier schwamm noch ein Käfer, da hinten vor uns. Ja, ja, da hinten. Was ist das im Wasser? Piranhas, kommt der. Ja, ich brauche ein bisschen Leben, das wäre super gewesen. Hier ist noch ein Loot Crate. Ja, warte mal, ich will mal hochheilen. Warte mal, da hat mich gerade wieder irgendwas angeknabbert. Gib mir den Piranha. Der 15 aber. Ja, der ist aber aggressiv. Ja, komm. Mach gut, Leute. Warte mal. Ah, jetzt habe ich fast wieder volles Leben. Ja, so. Dieser Piranha will es wissen, ne? Ich bin ja selber leveln, gerade sehe ich. So. Mhm. Ah, ich sehe gerade, ich habe vielleicht so viel einstecken. Was kann ich denn rausschmeißen? Die Team schmeißen nicht raus, ja. So, wo geht's jetzt lang? Wir reden nochmals alles abgeklappt. Vorsicht, Spinne. Müssen wir lang? Erkennst du, was so eine Spinne von zwei Spinnen? Ich merke. Ich gehe mal ein bisschen zurück, dass ich erstmal zum Wasser rauskomme. Na los. So.
Rechts mehr. Skorpion, 100 Füße. Hier ist auch noch ein Käfer. Oh, ich stecke in alle. Ja! Holt euch hier die Kisten, wenn ihr so noch einen habt. Warte. Erst schon mal alle Viehzeug hier wegmachen. Außer die Mistkäfer. A smaller relative of Sarcosuchus, Caprosuchus paludentium, is a water-based carnivore, primarily found lurking among the island's swamps. A naturally fast runner that is even faster in the water, it is a solitary hunter that picks off small to medium creatures, especially those isolated from their pack. When attacking, Caprosuchus uses two main tactics. First, it patiently waits below the water surface. Nein, ich häng fest, ich komm gleich rein. Will perform a lateral jump that it uses to quickly close distance with its prey and drag it underwater. Secondly, it attacks the prey's vital areas specifically to drain its stamina. These two techniques effectively prevent most creatures from escaping Caprosuchus once an assault has begun. Survivors are generally die Tante labert aber hier gerade viel. Some love its speed, both in and out of the water, essentially making it among the fastest, small-sized, jetzt weiß ich, warum die Saurier ausgestorben sind. Hier zu viel gelabert. Others do not like how relatively frail Caprosuchus is. And do not think its high speed and ensnaring attacks also jetzt links geht es wieder Richtung Ausgang und rechts geht es in die Höhle. Moment! Wollen wir tiefer in die Höhle des Löwen? Ja, wir kommen wieder dahin, wo wir schon mal waren. Aber ich würde gerne nochmal das Artefakt holen. Mein Gott! Staub der B7. Also irgendwie. Alter! Die Wüsten mag auch gerade. Ja, komm, oder so. Ist das richtig? Ja, oder? Ja. Folge uns unauffällig. Bist du da? Ja, ich bin hinter dir. Ja, runterspringen. Aua. Oh, blöder 100 Füßer. Oh, der ist stark. So. Bist du jetzt lang? Da lang. Ich sehe schon. Okay, hier kommt man nicht durch. Nee. Oh, raus. Sag mir nicht, ich stuck fest. Nein. Ich stuck fest. Was machst du? Oh, das schallt ja. Also hier nicht lang, Käppchen. Hör auf mich zu besteigen. Ich habe hier auch zwei Spinnen am Hals. Wo bist du? Ich krieg mein Dings nicht mehr raus. Der steckt in der Wand fest. Oh, ein 140er. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in. Danke, Kretscher. Hast du einen Eingefügel? Was? Eingefügel? Habe ich schon. Na, natürlich habe ich ihn angepfiffen. Auf Follow. Aber er macht's nicht. Hm. Ja, nobody, wenn du davor steckst, dann nicht. Nee. Nee. Ja, einkapseln und rausgehen. Was? Einkapseln. Ja, dann bin ich aber raus. Wo ist jetzt der Weg? Hinter dir, oder? Ah, du bist nicht da lang gelaufen. Ah. Ja, ihr Männer, ihr seid halt einfach voraus und ich wusste nicht mehr, wo lang. Damit krieg ich schon raus. Ja. Wenn der Opfergabel für Ort Gott ist immer. Bleib du mal hier stehen, ich hol sie mal. Alles gut, ich hab grad nobody dran sehen. Genau, hier kommt er doch. Ja. Sind einfach bloß falsch rumgelaufen. Ich wollte nochmal zu meiner Frau. Ja, ich hab auf Käppchen halt gewartet und Anja ist dann auch vorausgegangen. Ups. Ja. Keine Ahnung. Ich hab mich noch nicht aus. Ja, wartet jetzt auch mal! Sitzt auf dem Weg gleich! Was rennt? Jetzt seh ich euch. Wir haben auch keine Tür den Weg, da musst du nicht schwimmen. Ja, selbst wenn ich schwimmen muss. Wie lange ist man denn ungefähr vergiftet? Ist egal. Einfach nicht beachten bei deinem Tier. Bei mir wird's jetzt eher schlimm. Ja, dann bleib zurück.
Weil wenn ich habe ja weniger Torpor als jetzt so ein Baryonyx. Wenn die mich erwischen, bin ich schnell hin. Da hinten ist noch ein Skorpion. Ja, oh. Aber auch ein Skorpion vor sich. Ein roter. Ich bin nicht hier vermisst. Au! Salmon. Ich hab jetzt meine Klamotten kaputt gemacht. Oh, Danobor. Hab ihn mal auf Passiv Dings den. Hallo Kleber. Skorpion, kommen Sie runter. Nobody stop. Ja. Vorsicht, da oben sitzt noch ein Skorpion direkt neben dir, Norbert. Ich weiß. Ja, er kommt runter, ne? Ich wollte es nur mal sagen. Ich sagte ja, da ist ein Skorpion, er meinte Kretsche Stop. Anja, du hast mal ein Stück vor. Du sitzt auf dem Käfer. Der Käfer sich nicht einkrümeln lassen wieder. Und nicht, dass es wieder verbuggt ist. Das macht ja von letzt. Ah ja. Ja, echt. Jetzt gehen wir mal. Okay. Wo bist du? Ich bin vorne bei den anderen. In denen mein Teil gerannt, weil die sind ein Ticken schnell als ich. Na, links hoch. Oh. Jetzt vor. Na, geh ruhig vor, Kretsche. Wow. Die ganze Zeit einer auf mich drauf hier. Wenn du so klein bist. Ja, danke. Wow, wer hat mich an die Seite geschoben? Ja, vom Mensch. Ich? Mhm, weil ich ja so breit bin, ne? Ich hab's gesehen. Eure Baryonyx haben mir die ganze Zeit so viel geschwänzt. Oh, jetzt hab ich einen Bug. Bin ich gerade echt. Oh nein, das ist gerade am Lacken hier. Wie jetzt. Es ist. Ich hab vorhin kurz geleckt, ja. Kurz? Alter, richtig. Meistens in den Keller. Ja. Hinter dir. Ja, ich muss gucken. Jetzt. Jetzt bist du falsch. Ja, einmal drehen, so. Ja, geh doch. Geh doch. Einmal ein bisschen zurück, einfach nur gerade zurück. Ja, ich versuche ja. Ja, hier, guck mal, wo ich jetzt bin. Da. Ja. Ja, geh du vor, einfach. Ich wuschte mich hier schon irgendwie durch. So, genau. Jetzt haben wir es doch hier. Ich weiß, wenn du die Kristalle siehst, blutet dein Herz. Kombi? Ja. Den kann ich kaputt machen. Ja. Scheiße, ich fest. Aua! Ich werd hier rumgestopft. Oh no. Es leckt. Jetzt nicht mehr. Na schön, alles alle vor. Draußen? Ja. Ja. Na, hast du die Runde doch schön geschafft. Ja. Ich brauche neue Klamotten. Ja, das gehört dazu. Und hallo. Vergiss es. Was? Ach, Dillo, der gerade gedacht hat, ich bin leichtes Butter. Oh, Vorsicht, Klauvögel. Nein, du brauchst mir gar nicht anscheinend. Ich muss wieder Fitnesstraining hier machen, ey. Ich hasse diese Fische. Mhm. Wen? So Raubvögel. Ja.
Sauvögel. Wenn man durch so eine Cave mit einem Megatherium läuft, hat man auch gut Essen. Ja, das Problem ist, du kriegst das Megatherium nicht rein. Ja, ja. Also hier nicht mit den normalen Kapseln. So, ihr Lieben, da sind wir wieder zu Hause. Mhm. Gehen wir erstmal eine Runde schwimmen. Yippie! Ich habe fast keine Ausdauer mehr, deshalb vielleicht nicht schwimmen. Ich will ja auch kein Marionette. Komm, Ausdauer, komm wieder. So, bringen wir erstmal ein bisschen Fisch hier wieder zu den kleinen Tierchen. Was meint Müllen hier? Also, Müllen ist schlimm. Fisch kannst du behalten. Wo eigentlich kommt da hin? Angemacht. Das ist. Komm, ich bin jetzt Level 101. Ich kann nur noch viermal skillen. Ja, vielleicht brauche ich was immer. So, Gomez, ich bring dich mal wieder in die Garage, in deinen Stall. Mortisha hat dich schon vermisst. Ja, das ist Mortisha. Caramia. Was? Crew Sickness? Nix Crew Sickness. Crew Sickness. Ich hab gar keine Crew voraus. Benutzt du Crew Sickness, du. Nicht ein Juti? Ich habe hier eine Schatzkarte. Ist das nicht der, mal geschrieben hat er? Ja, aber es waren ja vier Jutis. Nein, draußen standen insgesamt zwei. Weil es waren zwei Erwachsene und zwei Babys. Das ist Da steht der dritte. Da steht Rose jetzt. Jetzt habe ich aber einen Herzinfarkt. Ich dachte mir gerade, meine schöne Rose, wo ist sie hin? Und stehen wir wieder in Reihe und Glied. Meck, meck, meck. Ups. Oh. Ich habe gar kein Essen dabei gehabt. Hahaha. Ha, ha. Hm. Ja, vorbereitet. Ja, ich kam ja rein, da wart ihr schon halbwegs weg. Sudeli. Warte mal. 329 Chitin, das kann man bestimmt gut gebrauchen. Schauen wir mal. Achso, die Kryokapsel mache ich wieder hier rein. Eder, Fasern. Ja, mein Hunger sagt, ich habe Hunger. Oh, was mache ich denn? Hill. Hallo. Ja, die geht noch. Und dann hatten wir Crew Sickness. Oh. Wieder. Ja, ich weiß wieder. Ja. Wie kann ich nochmal Skins auf Kleidung packen? Ja, du ziehst die Kleidung in dein Inventar und gehst dann oben auf Cosmetic und ziehst den Skin auf die Kleidung. Hin.
ein Lied. So, okay. So, mit 10 Tagen. Oh Gott. Wo bist du, Schatz? Ah, da. Ich stehe hier, genau. Ich. Hier, guck mal, kannst du das hier gebrauchen? Ich wollte nur meinen an. Ich weiß nicht, ob das besser ist als die, wo du anhast. Ich kann sein. Ich ziehe sie einfach an, was soll's. Ich ziehe sie drüber ziehen. So. Achso, geht nicht. Ja, nehmen wir die. Boah, wow, ja. Da. Ja. Kann man die wegtun? Ah. Wir müssen da schon mal einen Rex pullen hier. Er freut sich. Ja, ja. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind in einer Folge angelangt. Wir haben jetzt mal eine kleine Höhlentour gemacht, auch wenn es ein bisschen chaotisch war mit den Rucklern. Gut, das habe ich mir gedacht, aber dass ich jetzt Probleme habe, dass wenn ich einmal jetzt auf Angriff klicke, dass dadurch jetzt sich auch ein Angriff lockt, quasi, dass er dauerhaft angreift, ist blöd. Weiß ich jetzt fürs nächste Mal. Mhm. Und werde dann aufpassen, wenn ich in die Nähe von den kleinen Mistkäferchen hier komme. Genau. Ah, hat der Kryokrankheit? Ja, ja. Ah, oh, schade. Ah. Aber kleiner Racker. Wenn man früher dann da unten steht. Gut, ich bedanke mich bei Kretscher. Gerne, gerne. Bei Anja. Bitte, bitte. Bei der Nadine. Immer wieder gern. Bei meiner Frau Käppchenzapp. Immer gerne. Und natürlich auch bei euch. Ja, ihr könnt gerne mal einen Kommentar da lassen. Wie gesagt, wir haben hier noch ein paar Slots frei zum Spielen, dass wir so eine kleine Community machen. Wir müssen nicht unbedingt in derselben Tribe spielen. Ihr könnt ja auch eure eigene Tribe machen. Wichtig ist PvE. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr hier. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr hier auch eine Arena irgendwo hinbauen. Ja, einen sicheren Abstand natürlich. Da könnt ihr dann PvP drin betreiben. Wichtig ist, es darf keiner davon betroffen werden, außerhalb. Ja, ansonsten lasst uns gerne Kommentare da, freuen wir uns immer. Sowie auch über einen Daumen nach oben und ein Abo. Und wenn ihr auf die Glocke haut, verpasst ihr nichts mehr. Bis dahin sage ich tschüss. Tschüss. Tschüss.